Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe versprochen, dass ich bei meinem Kanal ganz transparent bin, alles zeige, was ich verdiene, weil ich meinen Kanal ja nicht des Geldes wegen, sondern des Spaßes wegen betreibe. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt im Januar eine Bestandsaufnahme machen, was ich im Jahr 2022 mit meinem YouTube-Kanal verdient habe. Im Wesentlichen gibt es da drei Einnahmequellen. Es gibt die Werbung, die bei YouTube selber geschaltet wird. Es gibt meine Amazon-Partnerlinks. Und es gibt die Datenbank, um die Sammlung zu strukturieren, die ich aufgesetzt habe und wo ihr die entsprechende Datenbankstruktur bei mir kaufen könnt. Das sind die drei Haupteinnahmequellen. Es gibt noch weitere, die ich aber nicht nutze, weil die für mich zu sehr in den kommerziellen Bereich reingehen. Das wären unter anderem der Bereich Kooperation mit Industrieunternehmen, mit Herstellern oder auch geschaltete Werbungen für VPN-Netzwerke oder Spiele, Software, alles das mache ich nicht. Ich will nicht ausschließen, dass ich das vielleicht irgendwann in ferner Zukunft einmal mache. Aktuell mache ich das nicht, sondern ich versuche, meinen Kanal möglichst plus minus null zu fahren, was mir in den letzten Jahren aber nicht gelungen ist. Ja, was habe ich jetzt tatsächlich eingenommen bei YouTube? Wie gesagt, drei Haupteinnahmequellen. Der erste ist die Datenbank. Da habe ich 15 Euro eingenommen. Ganze 15 Euro im gesamten Jahr 2022. Bei den Amazon Partnerlinks habe ich eingenommen 192 Euro. Im Jahr 2021 waren es 199 Euro, also knappe 200 Euro pro Jahr. Was sind Amazon Partnerlinks? Unter meinen Videos findet ihr eine Videobeschreibung und da habe ich einige Produkte verlinkt, die ich selber nutze, die ich für mein Equipment habe oder die vielleicht für euch interessant sein könnte als Zubehör für die Uhrensammlung. Wenn ihr über diese Links ein Produkt bestellt, nicht zwingend das, was ich verlinkt habe, sondern irgendetwas ganz anderes, bekomme ich von Amazon eine kleine Provision dafür, ohne dass sich der Preis für euch ändert. Das heißt, ihr bezahlt exakt den gleichen Preis und ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr über einen von meinen Links ein Produkt eurer Wahl bei Amazon bestellt. Das ist die Idee von Partnerlinks. Bei YouTube selber gibt es drei verschiedene Arten der Einnahmequellen. Das ist einmal die Werbung. Ihr kennt das, wenn ihr keinen Pop-up-Blocker oder Werbeblocker nutzt. Das ist die Werbung, die vor oder in meinen Videos geschaltet wird. Dann gibt es einen zweiten Teil, das ist die Kanalmitgliedschaft. Und ein dritter Teil, das sind Super Thanks oder Super Chats. Wenn euch also ein Video extrem gut gefallen hat, könnt ihr unter den Videos den Knopf Super Thanks drücken und mir einen kleinen Betrag zukommen lassen als Dankeschön für das Video, was euch vielleicht geholfen hat. Ja, jetzt schauen wir doch mal in die einzelnen Segmente rein und gucken, wie sich das alles ganz genau zusammensetzt. Vorher aber noch ein Wort. Die Einnahmen, die YouTube erzielt, gehen natürlich nicht komplett an mich, denn YouTube stellt die Plattform bereit, speichert die Daten, ermöglicht den Zugang. Das heißt, YouTube verdient da auch dran. Unterm Strich bekomme ich sowohl von den Werbeeinnahmen als auch von den Kanalmitgliedschaften als auch von den Super Thanks oder Super Chats, die ihr eventuell macht, 55% ausgezahlt. Das heißt, YouTube nimmt sich weniger als die Hälfte dafür, dass sie den Creatoren und den Filmemachern diese Plattform in dem Umfang bereitstellt. Und bei mir sind aus den YouTube-Werbeeinnahmen im letzten Jahr eben entsprechende Margen bei mir angekommen. Und das schauen wir uns jetzt einmal ganz genau an. Dafür gehen wir kurz in mein iPad rein.
Ich mache kurz die Screen Recording an. Das hier ist mein YouTube Studio und ich nehme mal hier den Cursor, das ist einfacher, dann habe ich meine Hände nicht im Bild. Hier können wir dann in die Statistiken gehen und bei den Statistiken gibt es das Feld Umsatz. Ich gehe mal auf das ganze Jahr 2022 und hier könnt ihr sehen, dass ich bei YouTube im gesamten Jahr 2022 2071,97 € eingenommen habe und das setzt sich zusammen. Hier seht ihr die Umsatzquellen aus 1767,99 € für den Werbeumsatz, 247,10 € für Transaktionsumsatz, der sich wiederum aufteilt in 227 € für die Kanalmitgliedschaft und 20 € für Super Thanks. Dann gibt es noch einen kleinen Block, der sich YouTube Premium Umsatz nennt. Premium Umsatz bedeutet, wenn jemand eine YouTube Premium Mitgliedschaft abgeschlossen hat, bekommt er keine explizite Werbung vor oder in den Videos angezeigt, sondern er sieht die Videos werbefrei, zahlt dafür aber etwas. Und das ist mein Anteil aus diesen Premium-Verträgen gemessen an den Klickzahlen meiner Videos. Schauen wir uns auch noch die Monate im Einzelnen an. Da könnt ihr sehen, wie unterschiedlich die Werbeeinnahmen in den Monaten sind. Im Januar hatte ich 112 €, dann ist es im Februar und März bei um die 130 relativ gleich geblieben. April, Mai, Juni war dann etwas mehr. Im Juli habe ich mir einen Monat Auszeit genommen. Da ist es dann auf 100 €, 100,06 € abgefallen. Und ab August, September seht ihr, es zieht wieder an. August war ein guter Monat für einen Ferienmonat. Und ab September, Oktober, November könnt ihr sehen, dass das Weihnachtsgeschäft die Umsätze beziehungsweise meine Werbeeinnahmen deutlich nach oben getrieben hat. Die Einnahmen selber setzen sich aus unterschiedlichen Sachen zusammen. Zum einen die, ihr könnt das hier sehen, die geschätzten monetarisierten Wiedergaben. Also nicht nur die reinen Klicks sind entscheidend, sondern die Klicks, die für eine Werbung zählen. Das heißt Klicks ohne Pop-up-Blocker, Klicks ohne Werbeblocker und Klicks, die eine gewisse Mindestdauer überschreiten. Wer nur einen Bruchteil einer Sekunde draufklickt, also gar keine Chance hat, die Werbung wahrzunehmen, wird in diesem Zusammenhang nicht gezählt. Und dann gibt es den CPM, das ist die Cost per Mill, also das, was der Werbetreibende pro 1000 gezahlter Klicks zahlt. Und ihr könnt hier sehen, dass sich das bei mir bewegt zwischen 4 € im Januar bis hin zu 11 € im November. So eine riesige Spanne bei gleicher Klickzahl, die ich an Werbeeinnahmen bekommen könnte. Ja, das waren die Monate. Ganz interessant könnte es vielleicht auch sein, welche Videos denn jetzt die meisten Einnahmen erzielt haben. Und das schauen wir uns auch einmal an. Und zwar gehen wir hier rein in das Jahr 2022. Und hier habe ich mit 137 € am meisten bekommen für ein relativ altes Video von mir. Da geht es um Stahlbandkürzen. Ein Video, was viele anklicken, die mit meinem Kanal überhaupt nichts am Hut haben, sondern zu Ostern, Weihnachten oder zum Geburtstag eine Uhr verschenken und einfach wissen wollen, wie man das Stahlband kürzen kann. Das ist sozusagen mein Dauerbrenner. Dann habe ich in 2022 ein Video gemacht über die Uhr eines Zuschauers, eines sehr jungen Zuschauers. Hier habe ich knapp 40 € eingenommen und ihr könnt sehen, dass es dann entsprechend abfällt, dass also meine besten Videos 2022 um die 20, vielleicht knapp 40 € Einnahmen erzielt haben. Über die gesamte Zeitraum hinweg, seitdem ich Werbung schalte, sieht es ganz ähnlich aus. Das beste Video mit 386 € ist wieder das Stahlbandkürzungsvideo. Und dann das nächste Video hat in Anführungsstrichen nur Einnahmen von knapp 63 € erzielt.
bei einem CPM von 8 Euro. Selbst die Videos, die richtig guten CPM haben mit 12,55 € oder 12,74 €, liegen in Anführungsstrichen nur um die 40 Euro. Das heißt, hier werde ich auf Dauer mit diesen Klickzahlen und diesem Umsatz und dieser Anzahl von Videos nicht reich. Apropos reich werden, wie sieht denn meine Gewinn- und Verlustrechnung aus? Das heißt, was habe ich insgesamt im Jahr verdient oder eben auch nicht verdient? Ich habe im Jahr 2022 an Einnahmen insgesamt gehabt 2.278,97 € und Ausgaben von 2.645,27 €. Das heißt, ich habe ein Minus gemacht von 366,30 €. Und dabei sind noch nicht berücksichtigt Softwarelizenzen, die ich zahle, sowohl für die Software, die ich zum Schneiden benutze, als auch Lizenzen für Zugänge zu Stockfotos oder Stocksounds. Wem das nicht sagt, es gibt Datenbanken, da kann man sich kleine Filmschnipsel, kleine Bilder oder auch Soundeffekte kaufen. Und entweder zahlt man pro Kauf, was dann in Summe teurer ist, wenn man das öfter macht, oder man hat einen Standardzugang, um sich Musik, Lieder oder auch Hintergrundgeräusche einzukaufen. Ich nutze das relativ häufig bei meiner eine Woche am Arm, wenn ich draußen bin. Nicht jeder Regen, nicht jeder Wind und nicht dieses Hintergrundgeräusch aus dem Wald ist echt. Das ist später zugemischt, einfach weil der Ton dann besser ist, wenn ich nicht zu viel Hintergrundgeräusche in der Live-Umgebung mit aufnehme. Das kommt sehr glaubhaft und sehr realistisch rüber und für diese Geräusche, für diese Sound-Zumischteile bezahle ich eben entsprechende Lizenzen, die sich auf ca. 250 € im Jahr addieren. Ja, mich würde total interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr das gut findet, dass ich das mache, ob ihr gedacht habt, dass es mehr oder weniger ist und ob ihr euch das vielleicht auch von anderen wünschen würdet. Wie gesagt, Einnahmen über Kooperationen habe ich nicht. Ich sage nur so viel dazu. Ich könnte wahrscheinlich über Kooperationen, bezahlte Werbung, eingestreute Werbung in meinen Videos wesentlich mehr Umsatz machen als über das, was ich euch hier offengelegt habe. Aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das einfach nicht. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.